Verlust und Trauer sind Grenzerfahrungen, die oft großes Leid nach sich ziehen. Menschen fallen in solchen Situationen regelrecht in ein Loch. Und daraus holt sie der Trauercoach Thomas Sommerer. Was ist Ihre Arbeit? Meine Arbeit besteht darin, dass ich Menschen, die einen Verlust erfahren haben, im schlimmsten Fall Tod eines Menschen, dass ich diese Menschen unterstütze dabei, damit sie zur Ruhe kommen, und ich unterstütze dabei, einen Plan zu schaffen, damit sie gesund aus dem Verlust rauskommen. Das heißt, Verlust und Trauer können regelrecht krank machen, ist das so? Ja, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, Körper folgt Geist, das ist ein sehr bekannter Satz. Das heißt, wenn man mental, seelisch in eine Verlusterfahrung eben reinrutscht durch Gefühle wie Schock, Hilflosigkeit, Ohnmacht, etc. Zerrissenheit ist eines auch dieser ganz schlimmen Gefühle. Die sorgen natürlich schon dafür, dass man ziemlich tief fällt, wie man das auch sprichwörtlich tatsächlich so sagt. Und die große Gefahr dabei ist, dass man dort festhängen bleibt in diesem Gefühlszustand. Umso wichtiger ist es, eben diesen Gefühlen eine Richtung zu geben, was sie zu tun haben. Mhm. Nun heißt es ja auch, das ist das, was man landläufig in der Gesellschaft immer wieder hört, Trauer braucht ihre Zeit. Ist das so? Und wie nutzt man die Zeit dann am besten? Für mich, wie ich das in den letzten Jahren für mich erforschen konnte, ich habe mit Tausenden von Menschen gearbeitet in den letzten 26 Jahren. Und ich habe mit vielen in den letzten 6 Jahren mit Hunderten von Trauernden gearbeitet und habe einige Dinge für mich erforschen können. Für mich ist es so, dass es, wenn man einen Tod erfährt, also eine Todesnachricht bekommt, beginnt die Phase der Verlusterfahrung. Und eine Verlusterfahrung sollte im Grunde nicht länger dauern wie, sag ich mal, zwischen 6 bis 8 Wochen. Die Gesellschaft hat gelernt, dass eine Trauerphase durchaus 3 bis 5 Jahre gehen kann, locker aber auch mein ganzes Leben halten kann. Und das ist da, wo da greife ich ein. Mhm. Es zeichnet mich aus, dass ich Menschen dabei unterstütze, damit sie relativ schnell aus dem Hamsterrad der Trauer ausbrechen können. Weil es geht ja tatsächlich darum, dass man nach so einem Schicksalsschlag wieder lernen sollte, das Leben in vollen Zügen wieder genießen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dem Verstorbenen gegenüber, der ja interessanterweise eher sagen würde, hey, genieß dein Leben, hab Spaß, mach weiter. Mhm. Und das ist so meine Intention. Haben viele Trauernde, wenn sie das versuchen, so etwas wie ein schlechtes Gewissen? Ja, es ist auch natürlich sehr gut erklärbar durch die Liebe, die man zu diesem Verstorbenen hat. Ja? Wenn zum Beispiel ein 48-jähriger Ehemann an einem Herzinfarkt verstirbt, es geht jetzt nicht darum, damit man nach 8 Wochen sich einen neuen Mann sucht. Es geht prinzipiell, um das richtig zu verstehen, ne? Natürlich nach einer geraumen Zeit, damit man das Leben wieder neu aufbaut. Ich habe aber schon viele Witwen erlebt, die sind dann 60, 70 plötzlich, die dann bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr geheiratet haben, weil sie einfach ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Verstorbenen gehabt hätten. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, obwohl er sagen würde, hey, such dir noch mal einen Mann, beginn noch mal neu. Heißt das, dass wir auch viele gesellschaftliche Konventionen, die wir mit dem Tod und Sterben so in Verbindung bringen, überdenken sollten? Verändert sich die Kultur da vielleicht auch gerade ein bisschen? Also die Kultur hat tatsächlich, die Bestattungskultur zunächst mal, hat tatsächlich in den letzten Jahren eine Enttabuisierung erlebt. Das Denken über den Umgang mit Verlust jedoch, das ist noch wirklich ein Tabu, da redet man gar nicht drüber, weil man sich zum Beispiel gar nicht hinterfragt, was ist denn Trauer überhaupt? Was beinhaltet es, wenn ich versuche zu lernen, mit dem Verlust zu leben? Mhm. Man ist sich gar nicht klar darüber, was man da Schlimmes anstellt. Denn Trauer ist tatsächlich ein Wort, das diese Gefühlsreaktion beschreibt, die man in einem Verlust erfährt. Also alles, was dann sich in der Seele abspielt, an Hilflosigkeit, Schock, wie ich es vorher erwähnt hatte, es sich dann verselbstständigt.
Und es ist ja umso wichtiger, wie ich es vorher auch erwähnt habe, diesen Gefühlen eine Richtung zu geben. Mhm. Es ist wirklich wichtig, dass die Gesellschaft, denke ich, tatsächlich ein Umdenken beginnen kann, sollte. Ein Umdenken, dass der Verlust etwas birgt, bei dem man ganz viel für sich lernen kann. Und vor allem die größte Hürde dabei, den Weg zu finden, das Leben wieder wirklich genießen zu können. Wie arbeiten Sie denn mit den Menschen dann ganz konkret in dieser Situation als Trauercoach? Ich nehme mir viel Zeit für Trauernde, um ihnen ein neues Verständnis aufzubauen, eine neue Logik aufzubauen, die sie benötigen, um eine Veränderung zu machen in der subjektiven Art. Ich erkläre ihnen auf wissenschaftlicher Basis, was im Gehirn stattfindet, wie tatsächlich was abläuft im Kopf, wenn man so möchte, wenn man Trauer erlebt. Mhm. Und ich unterstütze Menschen dabei, diese subjektive Erfahrung zu verändern. Wie lange dauert es, bis man Trauer bewältigen kann? Ist eine sehr spannende Frage. Im Grunde 5 Minuten. Die Vorbereitung dauert natürlich etwas länger. Vielen Dank, Thomas Sommerer, für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne.